Na boom, 4.679 Euro für ein MacBook. Komplett verrückt. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Ja, und in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ein MacBook Pro, das steht bei mir bald am Start oder gehört zumindest mal erneuert. Und ich habe es getan und ich habe ein neues MacBook Pro 15 Zoll geholt. Und hier ist es auch. Das neue MacBook, das werden wir zusammen unboxen und schauen, was da alles drinnen ist und vor allem, welche Specs das hat, also welche ganzen Feinheiten da verbaut worden sind, und schauen wir uns das jetzt gleich mal zusammen an. So, hier haben wir jetzt das neue MacBook Pro 15 Zoll. Hier sieht man mal ganz schön, wie es ausschaut. Schauen wir uns noch weiter die Verpackung an. Hier haben wir nochmal MacBook Pro stehen. Hier natürlich ein schönes Apfellogo. Hier nochmal MacBook Pro und nochmal ein Apfellogo. Hier stehen halt die ganzen genauen Specs oben. Die schauen wir uns kurz zusammen an. Und zwar, wir haben jetzt ein MacBook Pro 15 Zoll mit einem 2,3 GHz Prozessor, Radeon Pro Vega 20, 32 GB Arbeitsspeicher und dazu noch 1 TB SSD. Und jetzt würde ich sagen, packen wir das zusammen aus und schauen wir, was da drinnen ist. Das ist irgendwie der schönste Moment immer, wenn man etwas auspackt, wenn man die Folie runtergeben kann. Und Zauberei, es muss aufgehen und gleich. Und hier ist das gute Stück, holen wir es gleich mal raus und ich muss mal sagen, gefühlt ist es leichter. Wir haben das Ganze natürlich in Space Gray, schauen wir zuerst noch, was alles drinnen ist. Wir haben ein Ladekabel und zwar USB-C auf beiden Seiten, weil das hat ja nur mehr reine USB-C bzw. Thunderbolt 3 Anschlüsse. Beschreibungen in diversesten Sachen, obwohl Beschreibungen irgendwie hinfällig sind. Wichtig sind natürlich auch noch die Apple Sticker. Und hier ist auf jeden Fall das Ladegerät. Das ist natürlich das wichtigste Teil. Und zwar hier haben wir 87 Watt Ladegerät. Und was ich jetzt schon ein bisschen vermisse ist, früher hat man da noch sowas draufschöppeln können, dass halt das Kabel länger wird. Das ist jetzt nicht mehr so. Ja, es wird halt an allen Ecken und Enden bei Apple gespart. Leider. Aber so, das Netzteil ist die gleiche Größe und wir haben ja nur immer den USB-C auf USB-C bzw. Thunderbolt 3 Anschluss. Und ja, das ist das Ladekabel. Ja, und das war's eigentlich. Mehr ist hier nicht drinnen. Ja, und jetzt kommt eigentlich der schönste Moment, das Aufmachen mit dieser Lasche. Und das sind wir jetzt zusammen dabei. Ja, richtig schön, so etwas aufzumachen. Und das ist jetzt das neue MacBook. Ja, zum alten MacBook ist das neue MacBook ein bisschen flacher geworden. Man sieht es ganz leicht, dass da eine Vertiefung drinnen ist. Oder Erhöhung sozusagen. Aber sonst im Großen und Ganzen schaut es ziemlich ähnlich aus. Und dann schauen wir uns auch gleich die Anschlüsse an. Unten natürlich das alte, oben das neue. Wir haben beim oberen, beim neuen, haben wir nur die zwei USB-C bzw. Thunderbolt 3 Anschlüsse. Und unten haben wir Anschluss, dann Thunderbolt, die alte Generation, USB, ziemlich dreckig und natürlich noch ein Klinkenstecker. Und wir haben dann noch immer eine Seite zum Anschauen, die Gegenseite. Und zwar beim alten MacBook haben wir hier noch einen SD-Kartenslot, was wir ja nicht mehr haben beim neuen. Dann haben wir noch einen HDMI-Anschluss und nochmal USB, und auch beim neuen sind ja nur zweimal USB-C bzw. Thunderbolt 3 und der Klinkenstecker. Ja, und das ist jetzt mein neues MacBook. Was mir gleich mal aufgefallen ist, der Apfel ist nicht mehr beleuchtet, wenn man aufmacht. Weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das jetzt vermisse oder nicht, aber ich kann mir halt vorstellen, hier ist ja beim alten ist halt auch eine Lampe verbaut bzw. eine LED-Lampe. Es spart Energie, aber ich glaube, wäre deine Lampe eingebaut, hätte man dann nicht solche Einbußen jetzt von der Akkuleistung. Vom Design her bin ich mal sehr zufrieden. Es schaut sehr cool aus. Es ist gefühlt leichter und dünner. Es ist auch ein bisschen leichter. Aber ich würde sagen, wenn man es jetzt nicht weiß, würde ich es nicht jetzt als 15 Zoll Notebook bzw. MacBook einstufen. Ja,
Ich werde mich jetzt dann noch dahinter setzen, das Ganze konfigurieren und das Ganze auch ein bisschen testen. Das heißt, vielleicht Performance-Test jetzt, wenn ich jetzt ein Video rausrendere aus dem alten MacBook, aus dem neuen MacBook, dass man einfach mal den Unterschied sieht. Weil im Großen und Ganzen hat sich eigentlich die komplette Leistung verdoppelt. Weil beim alten MacBook hatte ich einen Quad-Core, jetzt habe ich einen 8-Core-Prozessor drinnen, das heißt, wir haben jetzt unsere Prozessorleistung verdoppelt und von der Gigahertz-Zahl sind wir eigentlich Pi mal Daumen auch fast gleich, also von 2,5 Gigahertz sind wir zwar jetzt runter auf 2,3 Gigahertz, aber einfach die ganzen Prozessoren sind ja weiterentwickelt worden in den letzten 5 Jahren. Beim Arbeitsspeicher haben wir auch eine Verbesserung, vorher waren es 16 GB, jetzt haben wir 32 GB, das heißt, noch viel mehr Leistung ist da möglich oder viele Programme gleichzeitig laufen zu lassen. Bin gespannt, wie sich das auswirkt, vor allem beim Videoschnitt. Und dann haben wir noch die Grafikkarte. Da haben wir vorher nur 2 GB drinnen gehabt. Jetzt haben wir 4 GB, aber wir haben die Vega 20 drin und Grafikkartenleistung hat sich auch verdoppelt. Und beim Festplattenspeicher haben wir vorher nur ein 0,5 TB gehabt, jetzt haben wir ein ganzes Terabyte. Die Geschwindigkeit der Festplatte bzw. der SSD hat sich auch um Vielfaches gesteigert. Jetzt sind wir ja bei 3 Gigabit Übertragungsgeschwindigkeit. Die genauen Details zum MacBook schreibe ich euch unten nochmal in die Kommentare. Habt ihr ja auch schon gesehen. Also nochmal zum Abschluss. Wir haben jetzt ein MacBook Pro 2019 in der 15 Zoll Variante mit einem 8-Core Prozessor mit 2,3 GHz, 32 GB Arbeitsspeicher, die 4 GB Vega 20 Grafikkarte und 1 TB SSD Speicher. Was das gekostet, habt ihr gesehen. Ich habe es ein bisschen günstiger bekommen und da möchte ich nochmal Danke sagen an die Firma 1A Shop, die was mir das ermöglicht haben, dass ich das ein bisschen günstiger bekomme, das MacBook. Und die genauen Details von der Firma findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Die liefern überall hin in den kompletten deutschsprachigen Raum bzw. europaweit könnt ihr da bestellen. Richtig geil, gefunden habe ich die Firma über geizhals.at, wo man einfach vergleichen kann, wer die günstigsten sind. Und die waren halt zu dem Zeitpunkt die günstigsten und darum habe ich es mir dort gekauft. Ja, ich sage nochmal Danke, dass ich da dabei sein habe dürfen, dass ich das günstiger bekommen habe und ja, wie gesagt, die genauen Details, wie man dann wo was rausrennen oder die Performance des neuen MacBooks gegen das 5 Jahre alte MacBook, werden wir noch ein extra Video machen. Habt ihr auch jetzt vor kurzem erst ein neues MacBook oder beziehungsweise ein Notebook oder PC gekauft? Schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Würde mich interessieren, was ihr euch da geholt habt. Seid ihr eher so die Windows-Fraktion oder seid ihr eher so die Mac- oder Apple-Fraktion? Und ja, würde mich brennend interessieren, was ihr da so am Start habt. Bei ein paar weiß ich es ja schon, die haben sich erst vor kurzem wieder was gekauft und die sind auch schwer begeistert von anderen Produkten. Das soll es jetzt gewesen sein mit dem kurzen Unboxing, kurzes Reinschauen und Vergleich zum alten und zum neuen MacBook. Ja, über ein Däumchen nach oben oder nach unten zeigt ihr mir, ob euch das Video gefallen hat. Ich sage auf jeden Fall wieder Danke fürs freundliche Zusehen und darum bis zum nächsten Mal, YouTube. Ciao, Baba.